myself and I'm my favorite three songs. Because I drive a bar, I never leave. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute machen wir eine Fahrradtour mit unseren Freunden. Spaß, Alter! Fahrradtour machen wir heute nicht. Wir wollen heute auschecken, wie schnell das Schätzchen denn fahren kann. Ich muss jetzt allerdings noch ein bisschen kurz gechillt fahren, weil der Motor noch kalt ist. Aber dann werden wir uns das mal anschauen. Vom Wetter her, glaube ich, habe ich mir einen ganz guten Tag ausgesucht. Es hat zwar heute Morgen geregnet, aber das hat sich jetzt über den Nachmittag wieder ein bisschen gelegt. Straßen sind trocken, es ist nicht zu warm, es hat, glaube, knapp 20 Grad. Das ist, glaube ich, auch für den Motor ganz gut, dass es jetzt nicht 35 Grad hat. Das würde, denke ich, bestimmt auch nochmal einen Unterschied machen. Es ist Sonntagnachmittag, da denke ich mal, wird auf der Autobahn auch nicht so mega viel los sein. Deswegen hoffe ich, dass die Bedingungen dafür jetzt eigentlich ganz gut gegeben sind. Da können wir auch gleich noch mal testen zum Anschluss ans letzte Video, ob mein Handy danach noch da ist oder nicht, ob die Handyhalterung was taugt. Ich denke mal schon. Von daher haben wir jetzt quasi zwei Tests in einem. Wahrscheinlich haben wir sogar drei Tests in einem, weil ich auch noch ausprobieren will, wie gut man mich denn überhaupt noch versteht, wenn wir jetzt gleich mal ein bisschen schneller fahren. Das werden wir jetzt gleich alles herausfinden. Jetzt können wir es mal probieren. Schauen wir mal, was geht. Tacho, glaube ich, haben wir kurz an 180 oder so gekratzt und laut GPS war das höchste 174 km/h. Das letzte Mal, als ich das ausprobiert habe, war ich tatsächlich auf so einer Strecke, da ging es ein bisschen bergauf, bergunter und da war ich, glaube ich, max bei 185 mal kurz auf dem Tacho. Deswegen, ja, also jetzt ging es schon ziemlich geradeaus. Das heißt, 180 am Tacho ist, glaube ich, bei den meisten Modellen dann beim Geradeausfahren realistisch. Ich bin halt so ein Typ, ich mag die Beschleunigung so. Ich mag, wenn man schnell von 0 auf 100 oder sowas beschleunigt. Ich bin aber jetzt nicht der Typ, der gerne irgendwie 280 oder so fährt, auch mit dem Auto. So, ich finde es ganz nice, wenn es schnell vorangeht, aber so der dauerhafte Typ, der jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden lang mit 300 über die Autobahn brettert, so, das wäre auch nicht meins. Mal ausprobieren, ganz cool, aber so auf Dauer, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so mein Fall. Also falls ihr vorhabt, euch das Bike zu kaufen, könnt ihr mit circa 175, 174, 175 echter Geschwindigkeit auf der geraden Strecke rechnen. Und bergunter geht es bestimmt noch ein bisschen schneller. Wahrscheinlich halt wirklich nochmal 3-4 km/h irgendwie, vielleicht 5. Aber dann ist da auch Schluss. So viel zu diesem Video. Sollte bloß ein kurzes Video sein, wo ich das demonstriere. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie immer, abonnieren, Glöckchen an. Schaut auch auf Instagram vorbei, moto.jones. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.